Servus, Salve und Hallo. Wir haben Mittwoch, den 31. März und wir haben 17.44 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. Das war eine sehr interessante Woche bisher. Das war Montag, Dienstag, Mittwoch. Das waren schöne Tage, nicht nur im DAX, sondern auch insbesondere im Nasdaq. Das hier ist der Tag für euch und wir haben beide Trendkanäle. Einmal diesen hier, der hier unten begrenzt wird und einmal jenen, der hier unten begrenzt wird, beide überboten. Wir hängen auf Tagessicht am oberen Bollinger Band. Das hat keine Bewandtnis. Das ist in Ordnung. Steigende Märkte hängen da oft dran. Das sieht man hier, ja, das sah man. Hier war das auch der Fall. Das ist kein Problem. Das ist soweit eigentlich alles noch in Ordnung, gar keine Frage. Wir gelten als positiv über das MACD. Wir sind hier sehr hoch, ist keine, auch keine Frage, aber ich habe da nichts Negatives. Genauso hier, der Oszillator gilt als überkauft und das ist nicht weiter schlimm. Es gibt kein Verkaufssignal. Also grundsätzlich auf Tagessicht finde ich es ganz okay. Und besonders wichtig ist diese Linie hier, 14.584. Das ist die 20-Tage-Linie. Auf die muss man achten, genauso wie auf diesen Punkt hier, 14.400. Da wird ja gleich die Scheine so. Gehen wir mal auf die 4 Stunden. Mit der kann ich momentan gar nichts anfangen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir rechnen im Moment bei 15.023. Der Schlusskurs heute war 15.008. Wir haben hier so ein kleines Plateau gebildet. Das liegt im Bereich 15.035. Nehme ich erstmal so zur Kenntnis. Ich habe auch hier über die Bänder, über die gleitenden Durchschnitte, über den Chart kein einziges Verkaufssignal. Auch hier habe ich die Unterstützung bei 14.000, in diesem Fall 14.419. Das MACD kippt hier schon ein bisschen ab. Das kommt daher, weil wir uns in der Seitwärtsphase befinden. Und dann nähern sich diese gleitenden Durchschnitte an. Das sieht man hier recht schön. Und deswegen wird also auch das Histogramm geringer. Der Oszillator ist noch nicht negativ. Er gilt als überkauft, ja, ähnlich wie im Tag, aber da ist nichts Besonderes. Gehen wir mal auf die Stunde und hoffen wir, dass wir da ein bisschen mehr finden. Wir haben hier ein paar längere Dochte, aber auch das ist egal. Wir sind immer wieder am All-Time-High. Heute, den Eindruck habe ich halt, der DAX hat im Moment kein echtes Eigenleben. Ich habe den Eindruck, es findet eine Rotation statt, rein in Amerika, raus aus Europa. Mal für den DAX bezogen, raus aus dem DAX. Der hat in der letzten Zeit ordentlich was gemacht und der darf sich auch mal pausieren. Also so kommt mir das vor. Das Eigenlegen von DAX finde ich relativ, tja, möchte fast sagen, langweilig. Hier sind wir leicht positiv, überhaupt keine Frage, aber nur ganz, ganz leicht. Das heißt, er hat immer noch alle Chancen, auch hier oben eine 15.150, 15.200 zu sehen. Und die Stochastik ist heute aus dem neutralen Bereich durch diese Seitwärtsphase auch wieder leicht positiv geworden. Aber es ist kein frisches Kaufsignal auf einem reduzierten Niveau. Ich tue mich hier schwer. Ich habe heute alles verkauft. Jetzt nicht wegen der Meinung, sondern ich will einfach mal über Ostern Ruhe haben. Es wird auch Freitag keinen Film geben. Ich möchte einfach mal Ruhe haben, mich zurücklehnen. Wir haben ein sensationelles Wetter hier und ich habe auch gehört, es ist in ganz Deutschland sehr gut. Keine Wolke am Himmel. Ganz toll. Wirklich, da können sich alle Geburtstagskinder heute freuen. Wenn sie heute Geburtstag haben, können sie schön feiern. Ich bin glatt. Und das finde ich auch ganz gut so. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht. Einmal diesen hier. 14.419 als Call. Unlimitiert von Goldman. Gustav Heinrich 30R7. GH30R7. 14.419. Da liegen wir hier drunter. Unter diesem Punkt. Ja, liegen wir drunter. Das ist eine Geschichte. Mir persönlich ist es zu langweilig. Das ist ein 25er Hebel. Ich lüge doch, ja, 25er Hebel. Mir persönlich ist es zu langweilig. Ich möchte eigentlich, und dann kann ich das hier am Tag nochmal zeigen, bin durchaus der Meinung, wenn einer der Meinung ist, dass wir noch die 15.200 sehen. Ich halte mich damit zurück, weil ich, wie gesagt, ich möchte glatt sein. Dann kann ich auch hier unter die 20-Tage-Linie gehen. Die ist jetzt bei 14.584. Und dann ziehe ich hier am Trader Fox den Hebel nach oben und komme zu dem hier. 14.579. Das ist die GH3XYS. Da habe ich wenigstens einen 34er Hebel. Der liegt also hier ganz gleich drunter, aber morgen wird die 20-Tage-Linie auch weiter steigen. Und oftmals ist ja so, dass wenn wir vom oberen Band kommen, dass wir bis zur 20-Tage-Linie fallen und nicht weiter. Ja, das hat man hier auch so gesehen in etwa.
Deswegen, das glaube ich, ist eine ganz gute Unterstützung. Vom Short her. Also ich möchte gerne deutlicher über der 15.200 liegen. Und da muss ich den Hebel ordentlich hochnehmen. Und der passt direkt. 15.323. Das ist ein 50er Hebel. Da sind wir also hier oben da. Ich glaube gerne, dass wir noch ein paar Punkte drauflegen, vor allem wenn die Amis positiv rausgehen, dass wir das machen. Aber ich meine einfach, der erschöpft sich jetzt hier langsam. So, 15.323, das ist die GH0DNH, Dora Nordpol Heinrich, GH0DNH. 15.323, sagen wir mal so, den würde ich schon stoppen bei 15.250, aber ich halte mich jetzt, wie gesagt, erstmal zurück bis Osterdienstag. Sagt man das so? Osterdienstag? Also im Dienstag nach Ostermontag. ich wünsche euch ein Happy Trading und ganz, ganz fette Beute und ganz tolle Eiertage. Alles Gute. Bye, bye. Ciao.